Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben beim letzten Mal hier ein bisschen am Turm weitergebaut, haben ein paar Aufgaben für Burgle abgeschlossen und ich würde sagen, wir warten noch die Nacht ab und bauen noch ein bisschen am Turm weiter. Und wenn es dann soweit ist, dass wir den nächsten Tag haben, gehen wir direkt nochmal zu Burgle und sehen mal zu, dass wir dann bald genug Punkte haben, um die Seitenrutsche bauen zu können. Können wir gerade was ausprobieren? Okay, nö. Da ist die Axt nach wie vor ganz gut. Da bleiben wir bei. Ich habe nur vergessen, gerade die Rüstung zu holen. Aber ich würde auf jeden Fall hier diese Etage würde ich noch fertig bauen wollen. So. Oh Gott, das ist ja schon riesig hier, ne? Okay. Achso, ich hatte eins übrig. Ich dachte, ich habe eins zu wenig. Ja, das ist ein bisschen schade mit der Mauer hier. Dass die... Ne? Das ist halt ein Lüftungsloch. Weil hier oben ist dünne Luft und da brauchen wir halt ein kleines Lüftungsloch. So, Ameisenrüstung, genau, die brauche ich gerade mal. Abholen, abholen, abholen und einlagern. Ja, genau. Ja, die ziehen wir mal kurz an. Und machen hier noch ein bisschen was am Turm. Und da bin ich mal gespannt, ob Bürgel ein paar gute neue Aufträge für uns hat. Hoffe ich doch. Im Idealfall auch irgendwas mit Wolfsspinnen. Weil da kann ich mir vorstellen, da gibt es richtig, richtig Kohle für. Okay. Ich weiß nicht, ob wir oben noch, brauchen wir noch, hier Dingens, brauchen wir noch, Reed Stems? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Fenster oben waren schon alle fertig, oder? Ah, nee, gar nicht wahr. Oder doch? Moment. Doch, die waren fertig. Na gut. Da hatten wir, genau, da hatten wir nämlich noch eins rumliegen. Was machst du da, Marienkäfer? Was tust du da? Guten Tag. Machst du bitte nichts kaputt, ja? Was hast du da vor? Und warum bist du so... kommunikationsfreudig, sage ich doch einfach mal. Oh. Ja. Guten Tag. Kann ich dir helfen? Eins, zwei und drei. Hups. Dann bringen wir das mal nach oben. Ich glaube, wir machen wieder ein, zwei Ladungen und dann bauen wir erst wieder. Genau. So. Na gut. Wird aber auch schon langsam dunkel. Das heißt, dann können wir da bald erstmal schlafen gehen. Und wenn wir dann ausgeschlafen sind, dann geht's wieder, wie gesagt, zum Öl. Wir müssen auch hier mal das Geländer fertig machen. Ich glaube, das machen wir auch noch schnell. Das machen wir, glaube ich, jetzt, wenn wir die nächste Tour runtergehen. Weil das ist ja auch schon lange als Bauplan da unten. Und eigentlich könnten wir auch mal die Lampen dann fertig machen. Achso, genau. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen geflochtene Faser und Sprösslinge. Okay. Das trifft sich ganz gut. Hier haben wir eine ganze Menge davon. So. Okay. Dann... Jo. Ich schätze mal, das reicht. Oh, ja gut. Kiesel kann man auch immer gebrauchen. Und hier sind noch ein paar Sprösslinge. Immer her damit. Oh, warum sind denn hier so viele? Oh, ich will mich ja nicht beschweren, ne? Ach ja, was ein Turm. Wir müssen gleich auch mal was gucken, dass wir mit dem Bauplan für die Trampoline bekommen. Denn ihr hattet mir geschrieben, dass man da wohl sowas wie Kleber oder sowas herstellen muss. Und dann kann man dann kann man die herstellen.
So. Na komm. Das sollte doch reichen. Jo. Okay. So, bringen wir das noch schnell nach oben. Okay, und ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Ah, so. Ich hatte gerade ein echt fieses Katzen im Hals. Eieiei. Was war das denn? Oh. Jo, genau. Setz das mal bitte dahin. Dann haben wir das ja auch schon bald. Oh, Mist. Die großen Wände. Ich hasse die. Die fressen so viele Materialien. Jo, dann brauchen wir noch 7. Das heißt, nochmal eine Ladung hochbringen und dann brauchen wir natürlich noch eine Treppe und dann noch das Dach. Naja, hier lagen ja ganz viele rum. Wir brauchen 2 Treppen erstmal. Dann nehmen wir das hier mit. Ach, da hinten. Okay, ich dachte gerade, es wäre so eine kleine Spinne, die hier irgendwo rumrennt. Aber es war die große Spinne nur ein bisschen weiter weg. Hopp. Her damit. So. Und dann nehmen wir noch 2 hiervon mit. Und dann können wir auch schon schlafen gehen, so wie es aussieht. So. Schön fleißig nach oben bringen. Also ich glaube, langsam lohnt sich auch einen Aufzug hier zu bauen. Und wir schauen mal. Die Treppe war immer direkt nach der Ecke. Okay. Also, Basisbau. Wir holen uns einmal hier eine Treppe. Oder 2. Achso, Moment. Das war immer 3, ne? Ja, genau. Das war immer 3. Das heißt, wir müssen sogar noch eine Wand bauen. Dann können wir erst das nächste Stockwerk hier planen oder beziehungsweise das Dach drüber ziehen. Oh, Mist. Na gut. Ich platziere die beiden mal gerade. Beziehungsweise den hier auch. Dann trifft sich das gut, dass wir den einen hier auf Lager hatten. Wieso kann ich... Okay. Dann lasse ich den einfach mal hier liegen. Da kommen wir gerade nicht ran. Wir gehen jetzt aber erstmal schlafen, beziehungsweise wir wechseln mal gerade wieder die Rüstung um. Genau. So. Ausrüsten. I feel a little less squishy now. was fehlt? Ach hier. A little safer now. So, dann gehen wir mal schlafen. Und ich bin auch am Überlegen. Wir haben ja jetzt schon ziemlich viel erreicht hier in dem Spiel. Also wenn... Ach, der Rabe ist wieder da. Wir haben ja schon richtig viel erreicht in dem Spiel. Wenn wir dann die Seilrutsche haben, ja, dann können wir halt nur noch so ein bisschen Nice-to-Haves freischalten. Wir haben mehrere Basen gebaut und so. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir dann nicht erstmal das Ganze hier zu Ende bringen mit dem Let's Play von Grounded. Und hier dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder reinschauen, wenn es auf jeden Fall wieder mehr Content gibt. Oder vielleicht sogar die Story weitergeht. Weil, wie gesagt, wir haben halt alles Mögliche erreicht und ja. Ich habe bei dem letzten Update halt auch drauf gewartet, also vor das Update kam, dass wir da noch irgendwas machen, noch irgendwie was bauen und gehofft, dass dann mit dem neuen Update viel Neues zu tun ist. Ein paar Sachen haben wir ja neu bekommen und wir hatten ja dann auch noch die Quests offen. Das hat sie aber ja jetzt dann auch erledigt, weil ich glaube nicht, dass es so viele noch geben wird, die irgendwie, ja, ich weiß nicht, die wiederholen sich dann, glaube ich, bald. Und da schauen wir doch einfach mal, wie lange wir das Ganze hier noch machen. Ich weiß auch nicht, wie das Interesse eurerseits aussieht. Ich meine, die ersten Folgen bis Folge, keine Ahnung, 30 oder so, das lief ja richtig gut. Und gerade schauen wahrscheinlich nur noch die Leute zu, die Grounded richtig gut finden, denen das Let's Play hier gut gefällt. Und, ja, die meisten, die haben sich halt vielleicht schon satt gesehen daran.
Da müssen wir einfach mal schauen. So, okay. Ich meine, wir können ja auch irgendwann dann, werden wir sehr wahrscheinlich dann auch machen, eine Staffel 2 machen. Vielleicht knüpfen wir dann direkt hieran an, dass wir das hier, den Spielstand hier beibehalten. Vielleicht mache ich sogar mal Multiplayer. Das könnte ja auch eine ganz gute Idee sein. Wobei es da wohl anscheinend gerade ein bisschen Probleme gibt mit der Stabilität. Zumindest bei einem Kollegen von mir. Aber da schauen wir mal. Da schauen wir mal. Vielleicht habt ihr auch einfach irgendwelche Ideen, was wir noch so machen könnten hier. Wo ich mir dann sage, ja, das könnten wir auf jeden Fall machen. Das könnte nochmal interessant werden. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Jägerfliege, genau, da haben wir es nämlich. Drahtnetzspinne, das können wir auf jeden Fall machen. Moment. Ja, wobei, das... Ach komm, wir nehmen beide an. Ich will die Aufgaben halt nicht ablehnen, so. Das kommt halt dazu. Weil so die Fliegengejagd haben wir jetzt auch noch nie gemacht. Ich will die halt nicht einfach ablehnen. Ich will die dann schon machen. So ist das nicht. Aber Fliegen müssen wir eigentlich sogar hier vorne schon finden. Da müssen wir mal gerade da runterlaufen. Ich weiß nur nicht, ob Bürgel, wenn wir die Aufgabe rein theoretisch jetzt in 5 Minuten geschafft hätten, ob Bürgel dann schon neue Aufgaben hat oder ob das immer am nächsten Tag ist, auch wenn der Tag jetzt noch richtig jung ist. Ich glaube, wir schauen da einfach mal. Was sind das? Achso, hier habe ich mal. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, Fliegen, wo seid ihr? Da oben ist doch bestimmt einer, oder? Da fliegt auf jeden Fall was. Ja, es sind ein paar Fliegen. Ich hätte nur vielleicht einen Bogen mitnehmen sollen. Na, komm mal ran. Ja, genau, komm mal ran zu mir hier. Ja, genau. Sei eine brave Fliege. Jo, Nummer 1. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ach, hohes Fliegenfleisch. Na, hast du auch ein Paket für mich? Na, komm mal her. Ich glaube, ich hole den Bogen. Ich glaube, ich hole den Bogen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Wir können aber schon mal die Spinne hier holen. Wie sieht es denn aus? Die Rüstung habe ich an. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe mal hier rüber. Ich glaube, hier hinten waren die Spinnen. Ich bin mir nicht sicher, ob da unten auch eine war. Aber da ist auch der grüne Käfer. Da will ich mich nicht jetzt von dem Gift treffen lassen. Mit der nagelneuen Rüstung. Guten Tag. Ach. Die schon wieder. Na, komm mal ran. Hallo, Fliege. Hier. Ah. Oh. Okay, die ist selbst gestorben irgendwie. Dann haben wir ja schon mal 3. Ich glaube, ich bleibe einfach ein bisschen hier in dem Umkreis. Da vorne ist nämlich auch wieder eine, die ziemlich tief liegt. Aber ich komme nicht ran. Na, komm mal her. Mist. Komme ich hier irgendwie hoch? Nee, ne? Ach, hier, komm her. Oh, oh, was ist denn hier los? Ich treffe halt nicht. Ne, ich hole besser das hier. Ich fühle mich gerade wie so ein Wildgeborener hier. Hä, wieso sind die jetzt auf einmal wieder... Ich glaube, die sind gerade irgendwie respawned und fliegen dann wieder nach oben. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, wunderbar. Okay, die kriegen dann also nochmal Schaden, wenn ich die getroffen habe. Ja, genau. Das ist wohl das Gift. Es kommt mir also sehr zugute. Ich muss noch einen Treffer landen.
Oh. Ja, ist halt anstrengend. Fliegen fangen, ey. Okay. 3, 2, 1, flupp. Und wir haben die Quest. Ah, das ist nur wieder meins. Ich suche aber die Spinne, die hier vorne wohnt. Okay, sie ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Komisch, dass es gerade so gezappelt hat. Hä? Oh, nee, oder? Ah, okay. Ja. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, die haben einen Spielfehler und sind irgendwo drin, aber die haben wohl einen Spielfehler und sind oben drauf gelandet und kommen da nicht mehr weg. Gibt's denn einen Weg darauf? Jo, das, könnte klappen. Hey, wie kommen die denn da hoch? Wollt ihr mir nicht in den Hintern beißen, Spinnen? Also ich probiere das jetzt noch einmal, ansonsten müssen wir hier irgendwie eine Treppe bauen. Ja, jetzt definitiv zu weit. Dann bauen wir mal schnell eine Treppe. Also, herstellen, Basisbautreppe, genau. Oh, ach Mann, dieses Blöde. Ich komme nicht auf die Idee, da runter zu springen. So. Wir machen einfach die klassische Treppe, die Dreiecke. Ja, ne? Bleibt ihr ruhig da, ich komme wieder. Keine Frage. So. Ich weiß gar nicht mehr, wovon das war. Ich komme wieder, keine Frage. Ich glaube, rosa-roter Panther oder sowas. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich gleich mal gucken. Oh ja. Ausgezeichnet. Dann würde es jetzt lustig, ne? Oh ja, dann. Da gut, der Hammer. Oder die Keule, die ist da besser. So. Wir machen wieder einen Krach hier. Au! Komm jetzt, auf hier! Oh ja. Lohnt es sich, das überhaupt mal mitzunehmen? Ich nehme die mal auseinander. Oh, ja, okay. Die sind richtig ekelhaft, ne? Vor allem diese Beine. Aber ich glaube, nö. Hä, wieso liegen hier drei Körper rum? Okay, das ist komisch, aber ich glaube, ich, oder besser gesagt, das macht keinen Sinn, die auseinanderzunehmen, weil da kriegen wir das Gift nicht raus, was ich ja eigentlich ganz gerne mal anlegen würde, in Anführungszeichen. Da würde ich sagen, holen wir uns mal kurz noch die zwei, drei Spinnen. Und das machen wir noch in dieser Folge. Ja, und dann gehen wir wieder zur Bürgel und bauen nebenbei nochmal den Turm weiter. Beziehungsweise vielleicht machen wir noch ein, zwei Folgen, je nachdem, ob das mit Bürgel jetzt klappt, ob wir jetzt direkt neue Aufgaben kriegen. Vielleicht machen wir dann direkt nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen die Quests, die Aufgaben und bauen dann anschließend ein bisschen konzentrierter am Turm weiter. Schauen wir mal. So, ein, zwei Baufolgen dann nochmal. Wo sind sie denn? Ah, da oben. Hey, was sind die denn alle auf einmal auf diesen Zäunen drauf? Was soll das? Haben die etwa Angst vor mir bekommen oder was? Die haben sich bestimmt zurückgezogen, so wie ich am Anfang. So wendet sich das Blatt. Und jetzt, wo ich die in die Ecke zwänge, gibt es kein Zurück mehr für die. Oh, kannst du nicht mehr.
zerleg dich direkt mal. So. Oh, hier unten haben wir direkt zwei. Damit haben wir dann die Quest eventuell. Machen wir mal einen Zweierkampf, komm. Oh, ich habe beide erwischt. Ja. Doppelkill und doppelzappeln die. Ekelhaft. Aber egal. Oh, guten Tag. Jo, dann brauche ich langsam auch wieder was zu essen. Da habe ich aber doch hier. Genau, die habe ich noch mitgenommen. Kann ich direkt nochmal reinbeißen und nochmal? Und dann gucken wir doch mal schnell, ob er denn neue Aufgaben für uns hat. Und wenn nicht, dann müssen wir schauen. Wobei, wenn ich mal so überlege, ne, wenn wir ja auch dann erstmal Grounded beenden, dann haben wir natürlich, wenn man es positiv sehen möchte, auch wieder Sendezeit für neue Projekte, die täglich laufen. Ich meine, aktuell laufen ja sowieso 4 tägliche Projekte. Aber auch wieder ein paar größere Sachen dann. Da kann man mal schauen, weil es kommt ja jetzt auch, jetzt im Herbst kommen ja wieder die ganzen Spiele raus. Und da gibt es bestimmt einige Titel dabei, die ich jetzt wieder zocken werde. Meine Liste ist auf jeden Fall lang. Einen guten Tag. Okay, du hast leider keine Aufgaben von uns, für uns. Steht da irgendwas? Nee, keine Aufgaben. Na gut, dann wisst ihr Bescheid. Wir müssen beim nächsten Mal erstmal ein bisschen weiterbauen am Turm. Oder vielleicht bauen wir noch einen Außenposten. Mal schauen. Ich muss aber noch was herstellen. Moment, das muss ich gerade mal gucken. Ich bleibe mal gerade vorsichtshalber hier drin. Und wir schauen mal gerade kurz noch. Ganz schnell. Hier genau, dieses Gummi muss ich herstellen. Und damit soll man wohl dann das Trampolin bauen können. Vielleicht machen wir das Trampolin. Jetzt kommt mir gerade eine Idee. Vielleicht. Oh, uns fehlen sogar nur noch 500 Punkte. Vielleicht können wir das Trampolin als eine Art Aufzug benutzen. Ich glaube, das probieren wir mal aus beim nächsten Mal. Wisst ihr Bescheid? So geht's weiter. Wir sehen mal zu, dass wir das Trampolin bauen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.